Hallo ihr Lieben, ich bin heute bei der Schneemänner mit Würde Weihnachtsparty. Wir feiern heute 2 Jahre Schneemänner mit Würde. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute den Micha begrüßen darf aus Hamburg, von der Hamburger Assange-Truppe. Wir machen ja auch sehr viel für Julian Assange und ich freue mich deswegen sehr, dass der Micha heute hier ist. Extra aus Hamburg angereist. Ihr macht das, glaube ich, seit über 4 Jahren schon in Hamburg, die Mahnwachen, oder? Wir machen das jetzt seit fast 4 Jahren und ich freue mich auch ganz besonders, heute hier zu sein, denn die Hannoveraner und die Schneemänner mit Würde waren auch bei unserer großen Demo in Hamburg für Assange mit dabei. Deswegen ist es mir heute hier auch eine Ehre, auch mit dabei zu sein. Super, ihr hattet ja in Hamburg, glaube ich, auch den großen Truck dabei, ja. Den 40-Tonner von der Spedition Barth, glaube ich, ne? Genau. Genau, super, der war in Hamburg dabei, ich erinnere mich, bei der Großdemo. Und wir werden den nächste Woche am 16. Dezember nämlich bei uns in Hannover haben, diesen großen Truck, und werden eine Aktion machen für Julian Assange als Schneemänner mit Würde. Und zwar nach dem großen Autokorso, der bundesweit stattfindet, nächste Woche am 16., wird der große Julian Assange Truck uns unterstützen bei unserer Schneemänner mit Würde Aktion. Genau. Und von diesen großen Assange Trucks gibt es nur 3 in Deutschland, die rumfahren. Also kommt mit am 16.12. zum Autokorso und zu der Veranstaltung von den Schneemännern mit Würde. Genau, sehr wahrscheinlich wird es auf dem Opernplatz in Hannover stattfinden um 18.30 Uhr. Wenn es genehmigt wird, ich warte noch auf Antwort, aber ich gehe davon aus, 18.30 Uhr auf dem Opernplatz. Dann gibt es noch ein weiteres Anliegen, was wir für Julian Assange haben. Und zwar möchte ich und die Schneemänner mit Würde für Hannover, also für den Julian Assange, die Ehrenbürgerschaft für Hannover beantragen, weil wir denken, dass er und seine Freiheit ein Beispiel ist für die Pressefreiheit. Wenn er ausgeliefert wird, dann werden wir keine Pressefreiheit mehr haben und auch keine Meinungsfreiheit. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir in Hannover die Ehrenbürgerschaft für Julian Assange beantragen. Das ist eine ganz super Sache, diese Aktion. Er hat die Ehrenbürgerschaft mittlerweile in mehreren Städten in Italien bekommen. Und wir in Deutschland sind dabei, das auch anzugehen. Und besonders Chris eben hier für Hannover versucht, das in die Wege zu leiten. Und das ist eine ganz tolle Sache, denn Assange ist heute genau 1702 Tage im Gefängnis. Nur dafür, dass er die Wahrheit verbreitet hat. Und ihm wurden mittlerweile über 13 Jahre seines Lebens seiner Freiheit beraubt. Also kommt mit am 16. August genau. Nach Hannover. Und ich werde Unterschriften sammeln. Dezember, August machen wir es dann hoffentlich. Hoffentlich haben wir es bis dahin geschafft, genau. Ja, also ich werde auch Unterschriften sammeln dafür. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch gerne melden und auch unterschreiben. Ja, danke Micha für die Infos und danke, dass du da bist. Ich würde sagen, jetzt wird gefeiert, oder? Vielen Dank, liebe Chris. Vielen Dank, lieber Lars. Danke sehr. Tschüss. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken. Like the first bird, praise for the sea.